Hallo und herzlich willkommen bei The Future is Now, einer Sendung des neuen digitalen TV-Kanals F15 von Forbes. Ich bin Camilla Siebers, Entrepreneur und Under 30 Listmaker. Und bei The Future is Now spreche ich mit visionär denkenden Entrepreneurs und Changemakers, die die Zukunft langfristig verbessern wollen und vor allem, wie sie dies täglich im Hier und Jetzt tun. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne kommentieren und unseren Kanal subscriben. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Daniel Bartsch, COO, Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied von der Credit Shelf AG, dem Mittelstandsfinanzierer Deutschlands. Hallo Daniel, schön, dass du heute da bist. Hallo, vielen Dank, freut mich. Wir werden heute über einige Dinge sprechen. Natürlich erstmal, wie Credit Shelf entstanden ist und wo ihr heute steht. Dann ganz klar, was die Finanzierungsbranche die letzten 7 Monate durchgemacht hat und wo du da Chancen und Gefahren erkennst. Genauso wie, was sich verändern muss, um das Ganze noch besser zu machen für die nächste Krise, für die nächste Dekade, für die nächsten, den nächsten Schwung an KMUs. Bevor wir das machen, würde ich aber gerne mit 5 Fragen zu deiner Person starten. Wollen wir das gleich tun? Gerne, super. Wunderbar. Daniel, sag mir doch mal, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Ja, eine meiner Stärken ist vermutlich schon, dass ich grundsätzlich relativ ehrgeizig bin, dass ich mir Ziele setzen kann und dann auch dran arbeite und viel reinlege, um dann auch die Ziele zu erreichen. Kommt ein bisschen aus dem sportlichen Bereich und ja, das habe ich mir immer auch im Beruflichen eigentlich beibehalten. Schwächen gibt es natürlich viele, über die spricht man ja gar nicht so häufig, so gerne. Aber bei mir ist es sicherlich so, dass ich ja gelegentlich auch mal dann etwas ungehalten sein kann, wenn vielleicht Dinge nicht so schnell vorangehen, wie ich es mir manchmal vorstelle, oder auch mal Dinge vielleicht passieren, die man nicht so direkt eingeplant hat. Das passiert ja gerade im Startup-Leben dann doch immer wieder häufig. Ja, und da muss man sich manchmal ein bisschen zurücknehmen, tief durchatmen und dann einfach weitermachen. Und was ist deine Lebensphilosophie? Ja, Lebensphilosophie aus meiner Sicht, ich packe gern neue Dinge an und bewege mich auch gerne mal ein bisschen ja, in Neuland, in unerforschtes Terrain und schaue aber, dass ich dann auch dort mal eine Weile zubringe und verweile und Dinge auch wirklich lernen kann. Also ich bin nicht derjenige, der ständig sozusagen alles umquirlt und umdreht, aber jemand, der sich schon regelmäßig immer mal wieder rauswagt aus dem sicheren Hafen. Und was ist deine geschäftliche Philosophie? Ja, ich glaube, im Geschäftlichen komme ich ganz stark von der Philosophie, dass es ist ja immer ein Aufeinandertreffen von Personen und auch Menschen. Ich glaube, da ist wichtig, dass man Vertrauen aufbaut, dass man Lösungen entwickelt, die nicht nur zum eigenen Nutzen sind, sondern vor allem zum Nutzen der anderen. Ich glaube, wenn das passt, dann ist man auch auf dem richtigen Weg und kann auch erfolgreich sein. Und wie spiegeln sich diese Philosophien im Hintergrund deiner momentanen Tätigkeiten und Prioritäten wider? Ja, ich komme ja aus dem Finanzumfeld, habe lange Zeit im Bankengeschäft gearbeitet, habe da auch festgestellt, dass es viele Dinge gibt, die nicht so laufen, wie ich mir das eigentlich selber vorstelle. Und habe dann eben bewusst den Schritt gewagt, was Eigenes zu machen, was auch ein bisschen auf einer anderen Philosophie beruht. Und da war eben die Überlegung, wirklich Dinge zu verändern, Dinge anders zu machen, vielleicht auch zu versuchen, ein bisschen besser zu machen und nicht dem Traditionellen anzuhängen. Und nicht nur sozusagen jederzeit aufs Geld immer zu schauen, was ja doch auch im Finanzwesen ja, sicherlich in einigen Bereichen auch so ist, sondern einfach auch mal Dinge bewusst zu verändern und dadurch ja, sich weiterzuentwickeln. Und wenn das die Modelle sind, die du nutzt, um über die Welt nachzudenken und über deine Arbeit, wie denkst du dann über die Zukunft nach? Ja, ich glaube, Zukunft hat immer ein gewisses oder einen gewissen Grad Unsicherheit und auch Ungewissheit. Und ich glaube, dass da aber auch die riesige Chance drin liegt. Ich glaube, Zukunft ist nichts, was definiert ist, sondern man kann Zukunft gestalten. Und das, finde ich, macht unheimlich Spaß, gemeinsam mit Leuten, die auch Lust drauf haben, Dinge zu bewegen, zu verändern und so die Zukunft eben auch aktiv mitzugestalten. Das ist das, was mich besonders antreibt. Super, vielen Dank.
Dann lass uns doch gleich mal starten. Erklär doch mal oder gib uns einen Überblick, Umriss, wie die Credit Shelf AG, du hast gesagt, du warst sehr lange im Bankensektor, wie diese Idee entstanden ist, wann sie entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat, also wo ihr heute steht. Ja, gerne. Ja, die Credit Shelf ist ein Baby, was mein Mitgründer Tim und ich schon, bevor wir es gegründet haben, eine ganze Weile im Kopf hatten, tatsächlich. Dazu muss man wissen, den Tim kenne ich bereits seit dem ersten Tag an der Universität. Wir haben gemeinsam in Mannheim studiert, haben uns kennengelernt per Zufall am ersten Tag in der Einführungsveranstaltung und sind seitdem befreundet. Und haben dann, sage ich mal, später auch im beruflichen Bereich zusammengearbeitet. Und so hatten wir die Gelegenheit, über die ein oder andere Kaffeepause auch natürlich uns Gedanken zu machen, wie entwickeln sich Finanzdienstleistungen in Zukunft. Und das war für uns so eigentlich ja der Start, dass wir überlegt haben, wo geht die ganze Sache hin? Wir haben festgestellt, Eigenkapitalunterlegung wird ein Problem. Prozesse, die oft noch analog und veraltet sind, sind ein Problem. Und deswegen haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie kann man das Thema Digitalisierung da stärker reinbringen. Und das war wann? Das war so im Bereich 2013, 2012, 2013, dass wir uns da intellektuell, sag ich mal, mit beschäftigt haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, jetzt haben wir so viel Kaffee drüber getrunken und so viel drüber diskutiert, jetzt muss man auch mal machen. Und dann haben wir den Schritt gewagt und die Gründung zu machen, haben dann unsere Jobs aufgegeben in der Großbank in Sichernhafen und sind dann raus ins kleine Ruderboot. Erstmal zu zweit am Anfang und haben dann so nach und nach, ja Schritt für Schritt, die Firma weiter aufgebaut. Ja, ihr seid seit 2018 an der Frankfurter Börse gelistet. Das ist ja steil, das in 5 Jahren oder 4 Jahren zu schaffen. Glaubst du, du hast da besonders viel Glück gehabt? Glaubst du, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Glaubst du, dein Angebot war so viel besser? Ich meine, wie war so ein rasanter Wachstum möglich? Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination von einer Reihe von Faktoren und ich glaube, dass man sicherlich richtige Zeit, richtiger Ort und auch Glück kann man nie ganz abtun. Ne? Das ist, da müssen Dinge schon dann zusammenkommen, die funktionieren und manchmal muss man auch einfach ein bisschen Glück haben. Ich glaube schon, dass wir mit unserem Geschäft in eine Nische gestoßen sind, die wichtig ist. Wir hören das immer wieder bei unseren Kunden, Mensch, die Banken brauchen dann doch teilweise recht lange mit ihren Prozessen und sind dann nicht so entscheidungsfreudig. Und da ist so ein Angebot, wie wir es haben, eben eine Kreditfinanzierung digital abzuschließen, aber dann auch abzuwickeln. Und das ist ja das, was der Kunde im Hintergrund nicht so sieht, aber was wir dann eben auch machen. Und daher kommt ja auch die Geschwindigkeit im Prozess. Dass das natürlich schon ein Angebot ist und eine Lösung ist, die den Kunden tatsächlich hilft. Und also ich weiß ja, dass ihr bis 5 Millionen Kreditvolumina vergibt, aber was ist so, kannst du kurz umreißen, wer ist der typische Kunde, auch Zahlen, wie viele habt ihr von denen und was ist so das typische Dealvolumen, mit denen ihr eure KMUs finanziert? Ja, also wir richten unser Angebot an mittelständische Unternehmen in Deutschland. Das sind Unternehmen, die mindestens 1 Million Euro Umsatz haben. Das heißt, wir brauchen schon ein bisschen Substanz. Und die teilweise auch bis in den dreistelligen Millionenumsatz gehen. Unsere Kreditgrößen reichen von 100.000 Euro bis maximal 5 Millionen Euro bei Laufzeiten von bis maximal 8 Jahren. Und im Schnitt ist es so, dass wir mittlerweile so 800.000 Euro etwa ausreichen pro Darlehensvergabe. Wir hatten im letzten Jahr Kreditanfragen von 1,3 Milliarden Euro, also doch schon ein beträchtliches Volumen, was wir prozessiert haben im Anfragebereich. Haben knapp 100 Millionen Euro ausgelegt, sind jetzt in Summe, seit es Credit Shelf gibt, bei mittlerweile fast 250 Millionen Euro arrangiertes Kreditvolumen, wachsen sehr stark, also knapp 80% aufs Jahr. Und sehen natürlich, dass wir mit dem Angebot immer wieder weitere Kunden ansprechen. Knapp 80% der Kunden, mit denen wir Geschäft gemacht haben, kommen innerhalb von einem Jahr dann auch wieder und fragen Folgekredite an. Und ja, so macht das natürlich für uns Spaß und geht in die richtige Richtung. Und jetzt lass uns zurückblicken. Es ist Februar. Man hat schon mal von Covid gehört. Habt ihr euch
da sofort drauf vorbereitet? Hast du gesagt, das kann jetzt die Riesenchance sein? Wie war das für euch? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Wusstet ihr, das ist jetzt eine Chance? War es eine Chance? Wie habt ihr das alles gemeistert und gehandelt bis jetzt? Ja, es war sicherlich ein Umbruch, weil was wir gesehen haben ist, wir haben in der vergangenen 5 Jahren, seit wir am Markt unterwegs sind in Deutschland, immer wieder die Herausforderung natürlich gesehen, dass der Engpass ist, tatsächlich auch einen Kunden zu gewinnen. Also Kapitalseite, Refinanzierungsseite war für uns eigentlich so, dass wir das in Stücken aufgebaut haben und immer wieder über Commitments da auch gearbeitet haben. Als dann auf einmal so ein Sturm, sage ich mal, über die Landschaft herzieht, dass natürlich die Kapitalseite auch etwas anspruchsvoller geworden ist und gleichzeitig kam sehr viel Kreditanfragevolumen rein. Die Unternehmen in Deutschland haben dann, als dieser in Anführungsstrichen Lockdown gekommen ist, standen die natürlich vor hohen Unsicherheiten und die haben gemerkt, dass sie bei ihren Banken momentan gar keine schnelle Rückmeldung bekommen. Die Banken sind ersoffen, auf gut Deutsch, in den Kreditanfragen und haben auch selber nicht unbedingt sich hervorgetan, dadurch Entscheidungen zu treffen. Das hat ja dadurch dann auch dazu geführt, dass irgendwann die Politik gesagt hat, jetzt müssen wir ans Ruder. Und erst als die KfW eigentlich 100% staatsgarantierte Kredite im Grunde den Banken an die Hand gegeben hat, erst dann ist eigentlich so diese Kreditvergabe wieder tatsächlich in Gang gekommen. Also insofern, es hat sich viel, viel verändert im Markt. Interessanterweise, was wir eigentlich feststellen, ist, dass es doch jetzt mit diesen ganzen Instrumenten, die es gibt, eine recht breite Abdeckung gibt. Aber gerade junge, schnell wachsende, dynamische Unternehmen, oft auch mit neuen Geschäftsmodellen, innovativen Geschäftsmodellen, ich denke an Software, ich denke an Technologie, die eben vielleicht nicht diese traditionellen Oldschool-Branchen repräsentieren mit großen Bilanzen, physischen Assets, die man besichern kann. Genau die fallen häufig durchs Raster. Und das ist natürlich was, wo wir als Creditchef dann auch dafür antreten, solchen jungen, schnell wachsenden Unternehmen, die noch nicht mal unbedingt profitabel sind oder sein müssen, denen eben auch Finanzierungssicherheit zu geben tatsächlich. Okay, das heißt also, ihr nehmt jetzt auch Unternehmen auf, die noch nicht, sage ich jetzt mal, in dem typischen Stadium wären, wo ihr finanziert? Ja, also unser Angebot im Bereich junge Wachstumsunternehmen richtet sich konkret an Unternehmen, die müssen auch 3 Jahre Mindestalter haben, ein hohes Wachstum, müssen aber noch nicht break-even sein, sondern es muss einfach erkennbar sein, dass es einen Pfad dahin gibt, aber der muss jetzt noch nicht erreicht sein. Und insofern gehen wir da sicherlich auch in Bereiche, wo sich klassische Banken tendenziell eher noch etwas schwer tun. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre vor allen Dingen auch, jetzt, ihr habt ja sicherlich verschiedenste Algorithmen im Hintergrund laufen, um so eine Anfrage, das Risiko abzuschätzen, etc. Das würde jetzt begründen auf einem normalen Markt, normalen Gegebenheiten. Jetzt haben wir diese globale Wirtschaftskrise, die auch sicherlich, da werden wir dann auch noch drüber sprechen, noch nicht ihr Ende gefunden hat. Wie geht ihr damit um? Wie bildet man auf einmal andere Technologien, um das besser abschätzen zu können? Kann man das überhaupt besser abschätzen? Hat man so viel Puffer, dass man das einfach probiert? Oder wie macht man sowas? Ja, also in erster Linie ist natürlich jetzt das jetzige Umfeld schon was besonders ist. Und trotz alledem nutzen wir Technologie, um Entscheidungen vorzubereiten. Ich muss bewusst sagen, wir lassen keine Algorithmen am Ende entscheiden. Aber alles das, was Finger machen in den Banken, das macht bei uns tatsächlich Technologie. Und das besteht insbesondere darin, Informationen, Daten, die bereits vorhanden sind, sinnvoll zu strukturieren und sinnvoll aufzubereiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Etwa 3/4 der Unternehmen in Deutschland nutzen für ihre Buchung DATEV, also doch ein sehr schon, sage ich mal, marktführendes System in Deutschland. Wir haben einfach einen Algorithmus gebaut, was in der Lage ist, DATEV-Daten zu konsumieren und aufzubereiten. Das heißt, der Kunde muss bei uns eben nicht, wie es häufig im Bankenprozess der Fall ist, zig unstrukturierte Unterlagen bereitstellen, die vielleicht ein Komitee braucht oder eine Marktfolge braucht, sondern wir sagen ganz einfach, geh in DATEV oder dein Steuerberater, geh in DATEV an die und die Stelle, drück den und den Knopf und schick uns das File. Dann sagen wir, im zweiten Schritt möchten wir doch auch nochmal das Gespräch von Mensch zu Mensch führen, um einfach nochmal ein bisschen Verständnis zu gewinnen für die Situation, für die Branche. Was sind gerade die Herausforderungen? Sicherlich auch Risikoparameter nochmal zu beleuchten, um dann das Angebot eben auch final zu bestätigen. Und das ist eigentlich unsere Philosophie. Und dann konzentrieren wir die Leute, unsere eigenen Leute, auch darauf, wo sie Wert schaffen, nämlich
sozusagen mit, ja, mit Brain, mit Gehirn, mit Hirnschmalz auch Dinge zu durchdenken und zu diskutieren mit den Kunden, und aber nicht, um jetzt im dunklen Kämmerlein irgendwelche Excel-Modelle zu befüllen. Passt. Wenn du jetzt die auf die nächsten 6, 8, 10, 12 Monate schaust, ihr seid jetzt gewachsen, ihr wart sicherlich einer der verlässlicheren Partner in den letzten Monaten. Wie hast du das Gefühl, wie wird die Welt mit dieser Krise umgehen? Es werden jetzt wieder Teil-Lockdowns verhängt, Spending Power geht nach unten, wir sehen extrem viele Arbeitslose, man hört natürlich von vielen Ökonomen, das hat noch gar nicht angefangen. Wie bereitest du dich jetzt darauf vor? Ist das für euch eine Riesenchance? Müsst ihr jetzt auch Handbremse anziehen, weil ihr eure Assets irgendwie halten wollt, weil ihr auch selber nicht wisst, wie sich das entwickelt? Wie denkst du darüber nach? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ja, wir sehen eigentlich tatsächlich, dass wir in Deutschland vergleichsweise gut aufgestellt sind. Ne? Wir können sagen, wir haben sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch weiter so bleibt und dass wir eben nicht großen Lockdown hier nochmal sehen werden. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, sind wir in Deutschland immer noch vergleichsweise guten Situationen. Jetzt für uns konkret, wir schauen sehr optimistisch in die Zukunft. Ich glaube nicht, dass es dieses V-Szenario unbedingt sein muss, was viele beschworen haben, aber es ist auch kein U. Ich sehe da eher so eine Art von Nike, ja, diesen Swoosh, dass es sich so entwickelt und dass es dann aber langsam, aber stetig auch wieder bergauf gehen wird. Vielleicht auch mal mit einem kleinen Rücksetzer, das mag sein. Aber vom Grundsatz her sehen wir schon ein Aufschwungsszenario. Und dann ist es so, wir haben natürlich schon ein kleines bisschen die Situation, dass momentan viel natürlich auch der Staat hier übernommen hat über KfW-Gelder und etc. Es kann ja nicht auf Dauer die Aufgabe sein des Steuerzahlers, die Bankenfunktion zu übernehmen, sondern irgendwann müssen die Banken auch wieder ihren Job machen. Und da sehen wir Herausforderungen, weil die Banken werden natürlich, wenn sie dann im nächsten Jahr sozusagen dann wieder ran müssen, und wieder ins eigene Risiko müssen, werden sie sich Bilanzen anschauen müssen, die herausfordernder sind. Da werden wir Ertragserosion sehen in bestimmten Branchen. Wir werden höhere Verschuldung sehen. Alle Szenarien, die jetzt nicht dazu angetan sind, die Bankenkreditvergabe zu beflügeln. Und da wiederum spielt eine große Chance für uns, weil wir natürlich sagen, wir haben ein bisschen anderen Blickwinkel drauf. Wir mobilisieren ja auch tendenziell eher Eigenkapital. Also hinter uns steht Eigenkapital. Es sind keine Leverage-Strukturen, die wir mobilisieren. Und insofern haben wir einen anderen Risikopuffer natürlich auch, eine andere Risikotoleranz auf Seiten der Investoren und können dann einfach auch schneller entscheiden. Und deswegen glauben wir, da spielt eine große Chance tatsächlich, dass wir dann auch einfach viele Situationen sehen werden, wo die Banken weiterhin etwas Mühe haben, der Steuerzahler aber sagt, wir haben unseren Job gemacht. Und da dann einfach zusätzlicher Bedarf auch in unsere Richtung kommen wird. Ja, und gleichzeitig sage ich weiterhin, ich glaube, diese Krise bietet wie jede andere Krise auch nicht nur Risiken, sondern auch viele Chancen. Ich denke an Geschäftsmodelle, an neuartige Geschäftsmodelle, insbesondere technologiebasiert, E-Commerce als Beispiel, Software as a Service im B2B-Bereich als Beispiel. Insofern bietet diese Chance auch eine Antriebsfeder, dass wir unsere Wirtschaft nach vorne gerichtet aufstellen können. Und ja, da freue ich mich auch wieder weiterhin, dies eben auch aktiv dann begleiten zu können und zu dürfen. Und wenn wir vielleicht nochmal kurz auf die Digitalisierung oder Nicht-Digitalisierung der großen Banken eingehen, die eben viel zu lange brauchen und es sind viel zu viele Leute involviert und keiner kennt sich aus, keiner will das Risiko übernehmen etc. Glaubst du, es ist jetzt, wir haben alle gesehen und jeder sagt, diese Krise hat uns 10 Jahre nach vorne katapultiert, was Digitalisierung überhaupt angeht. Jetzt haben wir den großen Aufstieg der Fintechs gesehen in den letzten 5, 7 Jahren. Neobanken, so Finanzierer wie dich. Und glaubst du, diese Krise gibt euch einen solchen Vorsprung, dass selbst wenn jetzt die großen Banken sich anfangen zu digitalisieren, dass sie das nicht mehr aufholen können? Naja, ich glaube, dass wir sicherlich, was die Prozesse betrifft, da einen gewissen Vorsprung haben. Und ich selber komme aus einer Großbank. Ich kann beurteilen und auch aus meiner Beratungstätigkeit vorher, was da die Herausforderungen sind. Und wenn man halt da auf Legacy-Systeme aufbaut, ist das jetzt was nicht so einfach ist und was auch nicht von heute auf morgen geht. Hat man auf der grünen Wiese schon
tatsächlich andere Möglichkeiten und andere Vorteile. Ich glaube aber trotzdem, dass man natürlich die Banken da nicht unterschätzen sollte. Wir selber bei Credit Shelf denken sehr stark in Form von Kooperationen. Wir denken sehr stark auch darüber nach, wie kann man das, was wir entwickelt haben, vielleicht auch einem breiteren Anwenderspektrum sozusagen nutzbar machen. Ja, wir sind in Diskussionen und auch im frühen Feld versuchen, hier auch zusammenzuarbeiten mit anderen Häusern und eben unsere Analysekompetenz, unsere Analysetechnologie auch breiter zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass das ein Weg sein kann. Da muss man vielleicht als Bank manchmal gar nicht das Rad auch immer neu selber erfinden, sondern kann auf dem aufsetzen, was vielleicht andere in der Phase, wo man selber noch mit sich stark selbst beschäftigt war in der Vergangenheit, das vielleicht ein bisschen zügeln lassen hatte oder musste und jetzt aber dann angreifen, sich zukunftsfest aufstellen und dann vielleicht auch einfach gewisse Dinge am Markt oder über Kooperationen reinzunehmen und nicht alles immer selbst entwickeln zu müssen tatsächlich. Siehst du die Zukunft von Mittelstandsfinanzierung eben in der Kooperation? Habt ihr das Gefühl, euch fehlt der Support von Politik, der Support von Gesellschaft, dass es überhaupt Unternehmen gibt, die diese Finanzierung brauchen? Fehlt die Innovation? Also wo siehst du die Zukunft, wo es hingeht und was es braucht, um dort überhaupt hinzukommen? Ja, es war auch jetzt wieder interessant in der Krise. Wir haben es ja festgestellt, da hat die Politik sehr stark auf das Thema KfW gesetzt. Wiederum braucht es für KfW-Kreditvergabe akkreditierte Hausbanken. Das heißt, junge Fintech-Unternehmen wie wir und auch andere Kreditfinanzierer aus dem digitalen Bereich sind da erstmal außen vor. Ich glaube aber auch, dass erkannt wurde in Berlin, dass Plattformen eben und Digitalfinanzierer, wie wir das sind, da auch eine gewisse Rolle spielen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass sich da auch noch was ergeben könnte vielleicht mit Blick auf die Zukunft. Ich glaube schon, dass wir brauchen einen Dialog, wir brauchen auch das Verständnis von den traditionellen Spielern und auch von der Politik, damit die einfach erkennen, da hat sich was Neues entwickelt, es hat aber auch seine Berechtigung im Markt, es wird genutzt von Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so zufrieden sind in allen Situationen mit den klassischen Angeboten, sondern die hier eben auch auf neue Möglichkeiten dann eben stark setzen. Und insofern, von unserer Seite, wir haben einen kooperativen Ansatz. Wir sind nicht angetreten zu sagen, wir ersetzen jetzt schwupps mal alle Banken, sondern verstehen uns tatsächlich eher als Kooperationspartner. Wir weisen aber auch immer wieder die Kunden darauf hin, probier doch mal aus, wie einfach das gehen kann und wie schnell das gehen kann. Und da musst du nicht Tage auf der Filiale verbringen mit Aktenkoffern. Wunderbar. Also zusammenfassend würde ich sagen, es sind natürlich viele Teile, die zum Erfolg führen, aber ihr habt vor allen Dingen Ressource, die wichtigste Ressource, nämlich Zeit, eingespart durch viele Digitalisierungsmaßnahmen, technologischen Fortschritt, konnte dann das erste Mal Mittelstandsunternehmen neue Finanzierungsmodelle anbieten, diese wunderbar abwickeln und jetzt, wie auch so viele Interviewpartner zuvor, siehst du doch diese Krise als wirkliche Chance, vielleicht auch das, was es gebraucht hat, um den alten gesessenen Banken, den Politikern, die mit diesen Bankenvorständen seit ungefähr 20 Jahren irgendwie am Tisch sitzen und die gleichen Karten hin und her schieben, dass es einfach, dass sowas nicht mehr zeitgemäß ist und dass es vielleicht auch nicht mehr in der nächsten Krise zu bewältigen ist und dass man jetzt wirklich einen großen Schritt nach vorne machen muss und sich nicht mehr dagegen stemmen, nämlich dass technologischer Fortschritt wie so oft einfach nicht aufzuhalten ist und dass man da sehr gerne doch auf Player wie dich zurückgreifen soll, um mal zu erklären, wie sowas geht. Abschließend würde ich gerne 5, 6 Sätze vorlesen, die du bitte für mich vervollständigst. Und zwar nochmal die Langzeitfolgen der Covid-Krise für die Startup-Szene und die Mittelstandsunternehmen sind? Ja, kurzfristig mag es dazu ein paar tatsächlich Rumplern kommen, aber ich glaube, langfristig ist es eine Chance. Wir können uns alle darauf besinnen, was sind unsere Stärken, wo sind zukünftig Bedarfe und wie können wir diese Bedarfe sinnvoll befriedigen. Und ich glaube, dieses frische Denken, das brauchen wir und das hilft, die Krise auch zu bringen für uns alle. Meine Zukunftsvision als Kind war?
Ja, als Kind tatsächlich habe ich immer sehr stark geliebäugelt mit dem Thema Sport und auch Sportjournalismus. Da hatte ich immer so ein bisschen so für mich selber den Appetit und die Lust. Und ja, mal gucken. Also ist jetzt aus mir ist jetzt nicht der Sportstudio-Redakteur geworden, aber mal gucken, was die Zukunft noch so alles bringt. Richtig, wer weiß. Die Utopie des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass. Ich glaube, dass wir noch viel machen können im Bereich gerade Gesundheit. Ja, ich glaube, und auch die Krise jetzt zeigt es ja, dass das ein ganz, ganz wichtiges Feld ist. Ich habe für mich immer so die Vorstellung, wenn es uns irgendwie gelingt als Menschen, also zum einen müssen wir natürlich nachhaltig sein, auch nachhaltig leben, aber wenn es uns gelingt, gewisse schwere Krankheiten in den Griff zu bekommen, vielleicht ist dann auch eine Chance für uns alle da, möglicherweise noch ein bisschen länger verweilen zu dürfen. Und da sehe ich ein ganz hohes Potenzial, eine Chance und das interessiert mich. Cool. Und Dystopia des 21. Jahrhunderts stelle ich mir so vor, dass. Ich glaube, wir leben auch in einer Zeit von Konflikten, auch auf der geopolitischen Seite. Wir spüren das leider in den letzten Jahren verstärkt, auch von nationalen Egoismen. Und ich glaube, dass wir da irgendwann mal wieder einen Schritt alle zurück machen müssen und auf uns zu gleichzeitig, um zu schauen, dass wir aus diesen Negativspiralen auch wieder rauskommen. Und Startup-Branchen oder KMU-Branchen, die uns näher an die utopische Zukunft bringen, sind. Ja, ich denke auch da guckt man mal bei Credit Shelf ins Kundenportfolio. Da haben wir einige im Bereich Health, auch E-Health zum Beispiel. Das sind Themen, die wichtig sind, nach vorne gerichtet. Ich glaube, wir haben jetzt alle festgestellt, die Monate, die wir auch viel im Homeoffice waren, dass gewisse Dinge auch von zu Hause ganz gut funktionieren. Ich denke an Kommunikation, so wie heute auch. Wir müssen uns gar nicht vor Ort im Studio treffen, sondern sind jetzt über eine Videokonferenz eingewählt. Da sind viele neue Lösungen. Ich sage weiterhin, das Persönliche und im Auge ist sehr, sehr wichtig, im Augenschein, im persönlichen Augenschein. Aber eben doch, es gibt immer mal wieder diese Einfachheit, diese Convenience auch im Alltag. Und da sehe ich auch viele Geschäftsmodelle ganz einfach, die wir auch aktiv begleiten von Credit Shelf. Und da freue ich mich auf weiteres Wachstum. Super. Und letztes wäre ein Future-Builder, den ich interviewen sollte für diese Serie. Ja, da würde ich doch mal an deiner Stelle mit Fabian Kienbaum sprechen. Der ist Chef der gleichnamigen Unternehmensberatung. Auch auf der einen Seite natürlich ein Traditionshaus in Deutschland im Markt, aber gleichzeitig beschäftigen sich auch sehr stark mit Innovationen, auch mit Technologie und der hat da tolle Visionen. Also mit dem sollte man sicherlich mal sprechen. Wunderbar. Daniel, ich danke dir, dass du heute da warst, dass du dir Zeit genommen hast, dass du deine Zukunftsvision mit uns geteilt hast und deine Insights. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich über Feedback oder Kommentare. Subscribt unseren Channel, wenn ihr mehr coolen Content wollt. Und wir sehen uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von The Future is Now.